Das ist die Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutier und auf diese Frau freue ich mich schon so, so lange. Ihr kennt sie alle. Sie ist ein Teil der No Angels und heute ist sie da. Nadja Werneisser, wie geht's dir und wo bist du? Hi Nico. Ja, ich bin hier zu Hause bei mir im Schlafzimmer in Berlin und es geht mir sehr gut und ich freue mich dabei zu sein. Ich freue mich auch, meine Güte. Auf YouTube konnten wir jetzt alle sehen, wie krass euer Konzert in der Wuhlheide war. Ihr habt so viele Videos veröffentlicht. Erzähl mir mal von diesem Tag. Wie war der? Oh, wow. Das war so ein heftiger Tag. Das war ja wirklich unser erstes eigenes Open-Air-Konzert und das nach so langer Zeit, nach über 20 Jahren. Wir waren wahnsinnig aufgeregt. Wir waren 4 Wochen in den Proben gewesen, haben jeden Tag geprobt, wie verrückt, getanzt, trainiert, gesungen, waren vollkommen abgekapselt von der Außenwelt. Und dann sind wir ja nach Berlin gekommen. Und es war einfach, ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, so aufgeregt und so glücklich. Und es war auch so ein mega heißer Tag. Ich weiß, wir haben richtig geschwitzt und jeder hat sich um den Ventilator gestritten. Und, also jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Also es war der Wahnsinn. Und dann, das Krasseste war eigentlich wirklich, als wir auf die Bühne gekommen sind. Ich habe fast den Text vergessen von Daylight, weil ich so baff war von diesem krassen Publikum und die Leute sind so abgegangen und haben so geschrien und es war wirklich ein Traum, der wahr geworden ist für uns. Das Grand Finale, ihr könnt das alles, wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal der No Angels euch angucken, das Grand Finale war Rivers of Joy in einem Mashup. Ey, das ist boom, das ist ja schon beim Zusehen explodiert, das muss vor Ort ja der absolute Hammer gewesen sein. Nadja, wie lange hat es gedauert, bis dein Herz wieder so eine normale Herzfrequenz angenommen hat nach diesem Finale? Naja, ich bin ganz gut trainiert, ich habe eine ganz gute Kondition, mein Herzschlag hat sich relativ schnell wieder beruhigt, aber innerlich diese Euphorie und das hat wirklich nochmal ganz schön nachgehallt. Das hat dann noch wirklich Stunden gedauert, bis dann mal das ganze Adrenalin aus dem Körper draußen war und dann konnte ich auch irgendwann schlafen. Jessica, auch von den No Angels, war hier vor dem Konzert am Start und hat ein bisschen erzählt. Und ich habe noch gesagt, hoffentlich lasst ihr irgendwelche Filme machen, eine DVD oder so. Sie so, sagte, es ist eine gute Idee, wir könnten ja mal drüber nachdenken. Ja. Generell dieses ganze Comeback, wie schnell war klar, dass das passiert oder habt ihr es alle immer gewusst? Gewusst hat es, glaube ich, keine von uns. Also ich habe auch wirklich viele, viele Jahre gedacht, dass es nicht stattfinden würde. Ich glaube, keine von uns ist davon ausgegangen, dass wir nochmal zusammenkommen und schon gar nicht auf so eine intensive und heftige Art und Weise. Aber als wir uns dann dafür entschieden haben, ging es sehr, sehr schnell. Also das war eine Sache von, weiß ich nicht, 3-4 Monaten. Und dann waren wir schon wieder da. Ich muss dir sagen, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber du warst beim Original-Run damals, als das losging mit Daylight und There Must Be an Angel und so weiter und so fort, hatte ich dich nicht wirklich auf dem Zettel. Du warst da, du warst großartig, weil ich fand andere krasser. Ich weiß gar nicht warum. Beim Celebrations-Album aber, da habe ich gedacht, Alter, was reißt Nadja denn da ab? Wie konnte ich die denn nicht auf dem Zettel haben? Und das habe ich Jessica gesagt und sie guckte mich ganz böse an und sagte, weißt du überhaupt, wie gut Nadja singen kann? Ich sage, jetzt weiß ich. Ich fand das richtig krass. Aber natürlich hat sich deine Stimme und du und dein Talent natürlich auch weiterentwickeln können. Wenn du jetzt deine Arbeit auf dem Celebrations-Album vergleichst du mit den ersten Jahren, ist das für dich noch, ist der Unterschied krass oder geht eigentlich? Nein, das ist ein sehr großer Unterschied natürlich. Ich meine, ich war damals so, beim ersten Elements-Album war ich gerade 18 Jahre alt geworden und ich hatte eine gute Stimme und ich hatte ein tolles Talent und ich hatte diese Musikalität und dieses Gefühl, aber in der Technik hat noch ganz viel gefehlt. Und das ist natürlich über die Jahre, Jahrzehnte dann immer mehr und mehr gewachsen und gereift. Vor allen Dingen bei Studioaufnahmen lernt man eine Menge, weil es immer so ins Detail geht und das ist immer so ein gutes Ping-Pong-Spiel mit den Produzenten und da lernt man wirklich eine Menge. Da lernt man wirklich auf den Punkt zu singen und es wirklich hinzubekommen und ja, da bin ich auf jeden Fall als Sängerin sehr, sehr gewachsen und ich denke natürlich auch die persönliche Entwicklung der Persönlichkeit, dass die sich auch in der Stimme widerspiegelt. Also ich weiß, dass ich damals noch so ein junges Küken war und auch oft sehr unsicher und so ein bisschen eingeschüchtert.
und mich auch oft so ein bisschen zurückgezogen habe. Und heute gehe ich auch gerne nach vorne und zeige mich. Und ich glaube, dadurch nehmen mich auch die Menschen heute ein bisschen anders wahr. Oder mehr wahr. Du hast auf Instagram sehr offen geschrieben, dass Ende 2022 war ein mentaler Tiefpunkt bei dir. Ne? Was war da los? Echt? Habe ich das geschrieben? Also ich habe es zumindest rausgelesen. Du hast gesagt, du warst mit deinen Kräften am Ende. Es war schwierig. Ich hake das immer schnell ab, aber gut, dass es da verewigt ist. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Ja, das stimmt. Also es war nicht so ein Tiefpunkt, aber ich war so richtig ausgebrannt, habe ich gemerkt. Also ich habe extrem viel gearbeitet. Bin gerade letztes Jahr im Dezember war wirklich so der Höhepunkt. Ich hatte jeden Tag irgendwie irgendwelche Proben und einen Auftritt und ich liebe das. Es ist großartig. Das ist gar nicht, das hat damit nichts zu tun. Aber ich habe dann noch angefangen als Fitnesstrainerin zu arbeiten und das war einfach zu viel. So sehr ich beides liebe und beides gerne mache, ich hatte überhaupt gar keine Verschnaufpausen mehr und ich habe gemerkt, dass mir diese Regeneration fehlt. Die brauche ich einfach auch mal zwischendurch, zwischen den Jobs, um einfach wieder körperlich und mental wieder so auf die Höhe zu kommen. Und diese Pausen gab es nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass mir so diese Zufriedenheit und Gelassenheit flöten geht und dass auch diese kreative Energie immer mehr nachlässt. Und dann musste ich mich irgendwie entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trete jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen kürzer. Ich habe dann die Trainerjobs reduziert, weil das natürlich auch körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Und mein Hauptjob ist einfach Sängerin, das ist meine größte Leidenschaft und habe meinen Fokus jetzt wieder darauf gelegt. Und ich habe dann auch noch so eine Kurzschlussreaktion gehabt und habe mir dann gedacht, okay, ich hole mir einen Hund. Und ich möchte schon seit vielen, vielen Jahren einen Hund, aber ich dachte immer, oh, ich arbeite zu viel und ich kriege das dann nicht unter einen Hut und ich muss flexibel sein. Und dann war eigentlich so meine Mutter auch so mit die treibende Kraft, die gesagt hat, Nadja, wie möchtest du eigentlich leben? Und dann habe ich gemerkt, stimmt, also man kann auch nicht immer so auf diesen richtigen Zeitpunkt warten. Und dann habe ich mir meine kleine Luna geholt und war jetzt die ganzen letzten Monate eigentlich hauptsächlich mit ihr beschäftigt. Das war natürlich auch nicht so einfach mit einem Welpen, aber das ist was anderes. Es ist eine andere Anstrengung, es hat meiner Seele gut getan und ich bin jetzt jeden Tag am See spazieren und gehe alles ein bisschen langsamer an. Natürlich habe ich auch Jobs und arbeite, aber doch wesentlich reduzierter und ich brauchte das jetzt einfach. Ich habe gemerkt, ich brauchte das und ich merke auch, dass ich immer noch müde bin. Also das war auf jeden Fall ein guter Schritt, so die Reißleine zu ziehen, bevor man wirklich komplett ausgebrannt ist. Großes Ausrufezeichen hinter diesem Satz. Also wenn ihr selber merkt, dass ihr Symptome habt, dass ihr merkt, oh Gott, mein Körper kann nicht mehr lange, sofort agieren, bitte. Ja. Ich hätte eine Frage an dich, bei der ich ganz lange überlegt habe, ob ich sie dir wirklich stellen kann. Okay. Oh je. Hat sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt jemals bei dir entschuldigt? Ach herrje, das ist eine krasse Frage. Nein, es hat sich natürlich niemand bei mir entschuldigt. Also, nee. Nein. Das war ein absoluter Albtraum, was damals passiert ist. Ich will hier gar nicht so doll ins Detail gehen, ihr könnt das nachlesen. Aber ich habe gedacht, das gibt's nicht, was sie da machen. Das sensible Informationen so laut herauszubrüllen aus irgendeiner Sensationsgier, ohne dass irgendjemand dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und du einfach da stehst und sagst, ja, super, danke, ich muss jetzt, okay. Das fand ich so abgefahren und fürchterlich. Ja. Und ich hoffe, dass Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland irgendwas daraus gelernt haben. Ja, also ich erwarte da auch, wie gesagt, gar nichts. Und ich bin einfach froh, dass der Albtraum so zum allergrößten Teil hinter mir liegt. Und ich habe gelernt, mein Leben weiterzuleben und mir wieder was aufzubauen und bin heute wirklich sehr zufrieden und glücklich mit dem Leben, was ich habe und versuche auch gar nicht so an diese Zeiten zu denken, weil das war sehr schmerzhaft natürlich, es war sehr, sehr schmerzhaft. Das glaube ich. Du bist sowieso jemand, der krass nach vorne geht, also im Jahr 2001. Du warst kurz vor dem Popstars-Casting, warst das Abi, glaube ich, gerade in der Abend schon nachgeholt und dann gesagt, fuck that shit, ich werde jetzt ein Megastar. Und dann bist du aber 2011 nochmal zurück, um das Abitur nachzuholen. Ja. Abitur so ist schon die Hölle, aber das muss ja dann nochmal richtig anstrengend gewesen sein. Wo hast du die Power und die Zeit hergenommen damals? Wenn man einmal ein No Angel gewesen ist, dann ist alles andere nicht mehr so anstrengend im Leben. Ich fand das gar nicht so anstrengend. Aber es stimmt tatsächlich, ich habe damals
war ich auf der Abendschule und habe dann die Schule abgebrochen für No Angels. Ich meine, ich wusste ja nicht, dass ich jetzt ein Popstar werde, dass das alles so erfolgreich wird. Das wussten wir alle nicht. Aber es war, mein Herz hat für die Musik schon immer geschlagen und es war eine Chance und die habe ich ergriffen. Und als dann No Angels vorbei war und dann stand ich erstmal da und ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt tun sollte, weil ich habe ja nie was anderes gemacht, als bei No Angels zu singen oder generell als Sängerin auf der Bühne zu stehen. Und ich war an einem Punkt, wo das einfach, wo sich das nicht mehr richtig angefühlt hat. Und deswegen habe ich überlegt, was kann ich machen? Und dann dachte ich mir, okay, ich mache mein Abi, weil das habe ich damals alles abgebrochen und ich hole das jetzt nach. Und eigentlich war auch der Gedanke dahinter, ich bin ja auch Mutter und meine Tochter war damals so um die 11 Jahre alt und ich war alleinerziehend, dass es auch von den Zeiten ganz gut passt. Also ich war nicht auf der Abendschule, ich war wirklich so auf dem Kolleg und hatte dann von morgens bis mittags oder beziehungsweise nachmittags Unterricht und konnte dann nach Hause gehen, so wie meine Tochter auch ihre Schulzeiten hatte. Und das hat ganz gut gepasst. Jetzt sind natürlich alle neugierig. Celebrations Year ist vorbei. Heißt es jetzt, wir müssen den No Angels Bye-Bye sagen? Oder seid ihr in Kontakt? Überlegt ihr, ob da noch was kommt? Kannst du uns schon irgendwas verraten, Nadja? Also wir sind definitiv im Kontakt und wir machen uns auch Gedanken, was wir machen könnten, ob wir was machen wollen. Und man wird uns auf jeden Fall auch wieder auf der Bühne sehen. Das kann ich sagen, aber ganz genau wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Wir lassen uns da so ein bisschen treiben und schauen auch, wie es jeder Einzelnen geht und was am besten passt. Aber dieses Jahr haben wir auf jeden Fall nochmal 2 schöne Konzerte im Sommer. Einmal in Luxemburg, einmal in Wolfsburg. Das kann man alles auf unserer Instagram-Seite sehen. Und was dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passiert, das wissen wir auch noch nicht genau. Ich weiß, dass es da draußen ganz, ganz viele No Angels Fans gibt, die du mit dieser Aussage sehr glücklich gemacht hast. Und ich freue mich, dass du zu Gast warst in der Web Talkshow. Nadja Benaisser, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Und du hast jetzt noch eine schöne Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in einer Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Oder einfach etwas, was dir wichtig ist. Du hast aber noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Und für euch da draußen gilt, für viele sind die No Angels ja schon so lange her. Und viele sind irgendwie, weil die Eltern die Musik hören, kennen die das. Aber es ist... Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie krass das ist, dass sie wirklich mit so einer Wucht zurückgekommen sind und so erfolgreich. Und das geht wirklich nur, wenn das wahnsinnig talentierte Frauen sind in dem Fall, die so viel Energie und Kraft haben, das nochmal zu machen, weil mal ein paar Jahre später den ganzen Scheiß nochmal, die ganzen Choreos, die ganzen Proben, das durchzuziehen, das ist ein Mammutprojekt, das ist irre. Und deswegen abgefahren, dass wir das alle erleben konnten. Wir sehen uns morgen wie jeden Tag zur Web Talks Show. Mein Name ist Nico Gutja. Und jetzt die heutigen Abschlussworte von Nadja Benaisser. Bis dann. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich möchte euch allen sagen, glaubt an euch, verfolgt eure Träume, gebt nicht auf. Und egal, was für Tiefschläge man im Leben erlebt, man kann immer wieder aufstehen und weitermachen.